Hallo, hier ist Horst. Ihr seht, Schnee ist fast weg. Gestern hatten wir 35 cm Neuschnee hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei meldete 71 Verkehrsunfälle ohne Tesla. Das wollte ich erstmal betonen. Ja? Also kein Tesla-Fahrzeug dabei gewesen. Aber weshalb ich heute hier bin, ist, dass ich euch zeigen wollte, dass wir eine Batterie beim Schlüsselwechseln vom Tesla. Ihr wisst ja, bei Tesla gibt es immer zwei Autos, wenn man eins kauft. Eins ist immer kostenlos dabei oder fast kostenlos und das ist dieses hier. Was brauchen wir jetzt alles, um jetzt die Batterie auszutauschen? Erstmal brauchen wir natürlich unseren Schlüssel, einen Schraubenzieher und eine neue Batterie. Und zwar eine CR2032. Ab und zu lässt sich das vorne sehr schlecht öffnen, dann kann man aber auch vorsichtig mit dem Schraubenzieher unterfassen und dann geht auch die Klappe für die Batterie auf. Dann fässt man nochmal vorne mit einem kleinen Schraubenzieher runter, um die Batterie rauszubekommen. Und dann setzen wir einfach die neue wieder ein. Und verschließen den Schlüssel wieder. Das ist es gewesen. Dann packen wir nochmal den Schlüsselschutz drum, falls uns der Schlüssel mal runterfällt, dass er nicht gleich kaputt geht. So, jetzt versuchen wir nochmal, ob das funktioniert mit dem Schlüssel. Wollen wir zum Auto gehen.